Und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hotlap hier auf diesem Kanal. Der Tim Pietschmann ist hier im Aston Martin V8 Vantage GT3 auf Imola unterwegs, und zwar auf dem LFM. Practice Server bereitet sich jetzt hier auf ein Sprintrennen von 25 Minuten vor. Also trainiert jetzt hier ein bisschen. Wir sehen jetzt hier einmal seine Trainingsrunde für die Qualifikation. Das Auto jetzt hier schön zusammen auf Imola, der Aston somit eines der stärksten Fahrzeuge, also der geht hier richtig, richtig gut, beschleunigt jetzt hier schön raus, TC1 und 8, sehr, sehr aggressiv abgestimmt, auch von der Bremsbalance, bremst das Auto jetzt hier schön zusammen, lässt es jetzt hier in die Kurve rein rotieren, das sieht sehr gut aus. Jetzt geht hier Richtung Aqua Minerale, holt hier schön aus, oh, das Auto, man sieht es richtig, dass es auf der Bremse ein bisschen in die Kurve sich dann doch reinzieht. Also viel Rotation dann hier in dem Falle im Fahrzeug. Beschleunigt jetzt hier schön raus Richtung Schikane. Bremst das Auto noch einmal sauber zusammen. Geht jetzt hier hart über den Körper. Nochmal bis einmal weit an den Streckenrand raus. Wichtig, danach kommen die Track Limits bzw. auch die höheren Curbs, die wir hier natürlich auf gar keinen Fall hier dann berühren wollen. Jetzt noch einmal das Auto ordentlich zusammenbremsen. Jetzt hier schön über den Körper. Fliegen, schön weit ausholen. Jetzt hier ganz wichtig, dass wir hier den bestmöglichen Schwung dann mit auf die lange Gerade nehmen. Dann auch nochmal hier so weit wie möglich versuchen, die Strecke zu verkürzen, zu cutten und sehr, sehr weit innen halten. Dann bleibt die Uhr stehen bei einer 1 Minute 40,1. Also eine sehr, sehr schnelle Aston-Quali-Lap hier vom Tim. Und dann schauen wir auch nochmal von außen auf die Runde. Wir sehen jetzt hier, dass er mit der Bremsbalance auf 58 hochgeht. Also da hat er echt gespielt, und viel niedriger kommt man dann hier auf dem Aston dann auch gar nicht mehr mit der BB. Also da sieht man wirklich, dass er hier alles ausquetscht, was das Ding irgendwie hergibt. Geht jetzt hier schön über den Körper. Linie sieht super aus. Auto bleibt sehr schön stabil und ruhig. Geht jetzt hier nach außen, um das Auto jetzt hier bestmöglich zu verzögern. Jetzt hier schön reinfallen in die Kurve, früh ans Gas gehen. Auch hier die ganze Streckenbreite nochmal ausnutzen. Kommt da nicht mal in die Wiese. Also sehr schön clean und sauber gefahren. Auch hier wieder ausgerollt bis an die Linie und dann alles an Streckenbreite benutzt. Jetzt gucken wir mal, ob wir von außen die Rotation so ein bisschen sehen, die wir gerade eben auch innen aus dem Cockpit gesehen haben, aber das sieht von außen tatsächlich gar nicht so wild aus. Von innen war das ein bisschen wilder. Jetzt geht es hier Richtung Schikane. Da ist es wichtig, den ersten Teil gut zu cutten und dass wir uns dann halt gut positionieren für den zweiten Teil, dass wir hier dann früh ans Gas können, gut rausbeschleunigen und einen guten Speed mitnehmen. Das ist ganz entscheidend. Also man sieht immer wieder Leute den Fehler machen, dass sie immer ein bisschen zu schnell in die Schikane fahren und dann sehr spitz aus der Schikane rauskommen. Das wollen wir natürlich nicht. So, und dann geht es jetzt hier durch die letzten beiden Kurven und dann ist das auch schon gewesen mit der Runde. Wenn ihr das Setup mal ausprobieren wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist wie immer unten alles verlinkt. Ansonsten danke für das Einschicken der Runde an den Tim. Sehr, sehr schöne Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.